Ich zu uns allen mit fünf Dingen, die wir heute als die fünf Errettenden bezeichnen. Fünf errettende Dinge, auf die wir uns auch in diesem Ramadan ganz besonders und ganz speziell konzentrieren möchten. Diese fünf errettenden Dinge sind auf verschiedenen Ebenen wie Rettungsringe, wie Ebenen, mit denen wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen und in verschiedenen Situationen einen Anhang finden, einen Seil finden, an dem wir uns festhalten können. Das erste dieser fünf Dinge ist und muss sein der Koran. Das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, über das gesagt wird, dass es ein Seil ist zwischen uns und Allah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht zu uns mit sehr vielen Ahadith, und der Koran selbst lehrt uns einiges über sich. Allah sagt: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und so haben wir einen Ruh, eine Seele, aus unserem Geheiß, aus unserem Befehl, aus unserer Erlaubnis heraus auf die Welt geschickt, auf die Erde geschickt. Du wusstest nicht, o Muhammad, und hattest kein Wissen darüber, was das Kitab ist, was das Buch ist, noch wusstest du, was Iman ist. Und doch haben wir es zu einem Licht gemacht, welches auf der Erde weilt, damit wir recht leiten, wen wir wollen, zu unserem geraden Weg. Und du, Muhammad, alayhi salatu wassalam, lädst ein zu diesem geraden Weg. Die Hidayah kommt von Allah subhanahu wa ta'ala in Form eines Buches und in Form eines Propheten sallallahu alayhi wa sallam, der zu diesem Buch und zur Umsetzung seiner Lehren einlädt. Und dieses Buch wird vom gesegneten und vom ehrenhaften, ehrenvollen Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala selbst als Ruh bezeichnet. Als eine Seele. Diese Seele ist es, die auf dieser Erde weilt, die diese Erde, dieses Leben überhaupt lebendig macht. Dann, wenn der jüngste Tag kommen soll, wird der Koran, der zwischen uns ist, von dieser Erde genommen. So erklärt es uns Abdullah ibn Mas'ud. Er sagt uns, dass wenn der jüngste Tag antrifft, dann wird der Koran verschwinden aus den Büchern und aus den Seiten, ja sogar aus den Herzen und den Gedächtnissen derjenigen, die ihn auswendig gelernt haben. Und dieses Zeichen ist der Moment oder das Zeichen für den Tod der Welt. Dann wird sein Ruh wieder zurückgenommen. Heute haben wir den Koran vor uns. Und das ist der erste Ring, an dem wir uns festhalten möchten. Der erste Rettungsring. Der Koran, meine lieben Geschwister, ist auch das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt, als ein Seil. Er sagt, Al-Quranu Sabab oder Al-Quranu Habl. Der Koran ist wie ein gespanntes Seil. Ein Ende ist in den Händen Allahs und das andere Ende ist in euren Händen, in unseren allen Händen. Dieser Koran hat bestimmte Regeln und bestimmte Gebote, die er in sich trägt. Aber es gibt bestimmte Regeln und Gebote im Umgang mit diesem Buch. Wir haben die Aufgabe, ihn zu rezitieren und so, wie er zu rezitieren ist, die Ahkam al-Tajweed zu erlernen. Das ist das grundlegend Wichtigste. Und das ist die erste Aufgabe und um das zu erreichen, müssen wir sie lernen und müssen ihn lesen. Und ein Buch, zu dem wir einen Kontakt aufbauen sollen, ist vergleichbar mit einem Menschen, mit dem wir einen Kontakt aufbauen sollen. Wenn wir uns neben den Menschen hinsetzen oder den Menschen nehmen und bei uns im Schrank zu Hause hinsetzen und ihn jeden Tag betrachten, Tag ein und Tag aus, dann wird kein Kontakt entstehen. Der Kontakt entsteht dann, wenn ein Gespräch anfängt. Und dieses Gespräch starten wir damit, dass wir den Koran lesen. Als zweites ist es unsere Pflicht, dass wir das, was im Koran ist, umsetzen. Wenn im Koran es heißt, verrichtet das Gebet, dann verrichten wir das Gebet mit der Absicht, Allah zu gehorchen und den Koran umzusetzen und zu leben. Genauso ist es unsere Pflicht, die Lehren des Korans zu tragen in unseren Herzen und weiterzugeben an andere. Wenn der Koran bei uns bleibt und wir ihn allein verstehen und umsetzen, ist das gut, aber das, was es eigentlich sein soll, ist
überträgt und übertragt und tragt weiter, leitet weiter, was ihr von Allah bekommt, an eure Mitmenschen, seien es Muslime oder Nicht-Muslime. Das zum ersten Ring. Das zweite, was uns erretten soll, ist der Dhikr Allahs. Dass wir Allahs gedenken. Und wir nehmen den Dhikr vor, noch vor dem Gebet. Viele könnten sich vielleicht gesagt haben, das erste ist die Shahada, das erste ist der Tawhid, richtig. Aber all das kommt vom Kitab, all das kommt vom Buch Allah subhanahu. Das zweite ist der Dhikr, das Gedenken Allahs und dass wir unsere Zungen und unsere Münder füllen mit dem Namen Allahs, bis er durch unseren Mund in unsere Herzen gelangt. Sodass jedes Körperteil, was wir haben, Allah spricht. Dass wir nicht allein mit unserem Magen und mit unseren Geschlechtsorganen fasten, sondern mit all unseren Sinnen und all unseren Körperteilen. Und wir schaffen es am besten damit, dass wir immer und immer wieder Allahs Namen erwähnen. Und Allah gibt uns die Bestätigung, indem er sagt, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Das Gebet hält vom Üblen und Verwerflichen ab, aber der Dhikr Allahs ist noch gewaltiger und noch stärker in dieser Funktion, dich vom Schlechten und Verwerflichen abzuhalten. Und das Dritte ist natürlich das Gebet. Das Dritte ist ganz natürlich das Gebet. Die erste Ebene der Koran ist die Verbindung zwischen mir und meinem Schöpfer Allah. Die zweite Verbindung ist zwischen mir und den Geschöpfen Allahs allen, denn sie alle gedenken Allahs, sie alle machen Tasbih. Die dritte, das Gebet, das Pflichtgebet mit den Muslimen, ist meine Verbindung zu den rechtschaffenen Menschen um mich herum. Und das vierte ist, dass ich unter allen anderen Menschen diejenigen auswähle, die mich begleiten, damit ich tatsächlich errettet bin, egal wo ich bin. An jedem Ort habe ich den Koran, das Wort Allahs. An jedem Ort habe ich den Dhikr, die Verbindung zu den Geschöpfen Allahs. An jedem Ort habe ich die Verbindung zu den Gläubigen, den Dienern Allahs. Und ich habe privat für mich eine Zumrah ausgesucht, wie es in Surat Az-Zumar heißt, werden wir zu entweder Jahannam wal-Iyadu Billah und oder zum Paradies Jannah insha'Allah als Zumrah eingeladen, als Gruppen. Der vierte Ring, meine lieben Brüder und Schwestern, ist, dass wir uns gute Freunde aussuchen. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Sie waren Gruppen und waren in Freundschaften unterwegs, die Allah zufriedenstellen wollten. Und das fünfte, nachdem wir gute Freunde um uns herum haben, müssen wir zurückkommen von allem um uns herum zu uns selbst. Und mit uns selbst im Reinen sein, das geschieht durch die Muhasaba. Die Muhasaba ist die Selbstabrechnung, dass ich an jedem Morgen und an jedem Abend mich frage, wie war mein gestriger Fastentag? Habe ich gestern nur gefastet oder habe ich gestern auch einen Lohn bekommen im Fasten? Habe ich nur meine Pflicht erfüllt oder habe ich auch Hasanat gesammelt zusätzlich zu meiner Pflicht? Habe ich den gestrigen Tag vielleicht komplett vermasselt, dadurch, dass ich ihn verschwendet habe oder meine Zunge beschmutzt habe mit schlechten Worten, mit Ungerechtigkeiten? Oder habe ich am gestrigen Tag gute Worte gesprochen und Gutes getan? Diese fünf Ringe oder diese fünf errettenden Dinge sind meine Nasiha heute an mich und an euch, meine lieben Geschwister. Awaluha, ich fasse nochmal auf Arabisch zusammen, damit wir alle inshallah davon was haben. خمس منجيات أولها القرآن كتاب الله ثانيها ذكر الله به تحيا القلوب والثالثة الصلاة نتصل بها بالله سبحانه وبالمؤمنين في أرضه عز وجل والرابعة الصحبة الصالحة Die guten Freunde um mich herum. أختار منهم زمرتي في دنياي التي يصحبوني إلى الجنة بإذنه سبحانه والخامسة Das fünfte ist die Muhasaba. Muhasabatu nafsi, an akuna muhasiban laha, qabla an tuhasaba inda rabbiha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.